Gott tut Dinge. Bitte, wir Christen dürfen nicht nach Schauen leben. Wir leben aus dem Glauben. Gott hat es gesagt und wir glauben es. Und Gott lügt nie, lügt nie. Ob das Ding noch schon da ist oder nicht, lasst das uns nicht stören. Ob wir die Liebe spüren oder nicht, lasst das uns nicht stören. Gott liebt uns. Und ich denke, das sollen wir bewahren. Heute wollen wir ein Thema betrachten. Und ich denke, dieses Thema hört man, vielleicht habe ich recht, in der charismatischen Welt ganz selten. Und lasst die Bibel für sich selber reden. Titus, lass uns Titus öffnen. Titus. Ich glaube, Titus ist nach Timotheus. Und Timotheus ist nach Thessalonica. Ist das nicht wunderbar? So, Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Tucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Lass uns bestimmte Anhaltspunkte hier festlegen. Wir haben das Wort, die Gnade. Wir haben das Wort, erschienen, das Wort heilbringend, das Wort alle Menschen. Wir haben Gesetzlosigkeit, wir haben gottesfürchtig, wir haben Erlösen, wir haben gute Werke. Wir wollen heute über die Gnade reden, die uns lehrt, gute Werke zu tun. Wir alle wissen, dass wir in der Zeitalter der Gnade leben. Das heißt, es ist nicht unsere Werke, die uns Errettung schickt oder schenkt. Die Errettung unserer Seele haben wir nicht erarbeitet oder verdient. Es ist ein Geschenk Gottes. So die Gnade ist eine unverdiente Gunst. Gott in seiner Liebe hat uns freigesprochen. Im Alten Testament müssten sie vieles tun, um überhaupt angenommen zu werden. Aber durch Jesus Christus müssten wir nichts tun, um angenommen zu werden. Wir kommen einfach so, wie wir sind, und er nimmt uns auf. Und das stimmt hundertprozentig. Das Problem ist, wir stoppen da und gehen nicht weiter. Gott nimmt uns an, wie wir sind, aber fordert uns, nicht so zu bleiben. Amen. Egal, wer zu Jesus kommt, Jesus hat deutlich gesagt, wer zu mir kommt, werde ich niemals ausstoßen. Er hat aber dieser Frau gesagt, in Johannes 8, ich verdamme dich nicht, gehe und sündige nicht mehr. Du bist als Sünder gekommen, ich habe dich aufgenommen, ich habe dich nicht verdammt, ich habe dir vergeben. Nun lebe weiter, aber nicht in demselben Zustand,
Jesus, Gott, unser Vater, nimmt uns auf und macht aus uns etwas anders. Darum steht es in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wer in Christus Jesus ist, ist eine neue Kreatur. Altes ist Vergangenheit. Siehe, Neues ist gekommen. Ich habe schon mal gehört, sobald du errettet bist, du bist für immer errettet. Und wir gehen in die Gemeinde und gehen zu unserem Pastor, um Bestätigung zu bekommen, dass mit uns alles okay ist. Und wir Pastoren, weil wir niemanden verletzen wollen, sagen immer, Gott liebt dich. Lass uns aber in die Bibel schauen. Wir werden eine wichtige Frage stellen. Und die Frage ist es, weil in diesem Text steht, dass Gnade allem erschienen ist. Und diese Gnade ist heilbringend. Aber diese Gnade lehrt uns, unterweist uns, Gesetzlosigkeit zu verleugnen. Steht das in deiner Bibel? Diese Gnade sagt nicht, komm, alles ist okay, einfach nur komm. Solange du noch da bist, es ist egal, wie du lebst, Gott liebt dich. Ah, Gott richtet nicht. Jesus hat alle Strafe für dich genommen. Jesus wurde für dich getötet. Du musst einfach nur leben, wie du willst. Die Gnade sagt, nein, wenn du in den Glauben kommst, in die Schule der Gnade, bist du ein Schüler, der lernen muss, Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zu verleugnen. Und lässt uns warten auf die Erscheinung unseres Retters, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskauft und wir sind sein Eigentum geworden, damit wir gute Werke tun. So, wir sind von schlechten Werken hineingekommen. Und die Gnade lehrt uns, und aufgrund der Beziehung zu Jesus Christus, wir kommen raus als Menschen, die gute Werke tun. Gute Werke heißt es, gottesfürchtig zu leben. Was ist Ungerechtigkeit? Was ist Gesetzlosigkeit? Das sind Dinge, die gegen Gottes Ordnung ist. Wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören Gott. Jesus hat uns loserkauft vom Satan. So, er hat die Entscheidung zu treffen, was geht und was nicht geht. Amen. So, wenn Gott sagt, etwas nicht geht, das heißt, das Ding geht nicht. Wenn wir das Ding aber tun, trotzdem, das ist Gesetzlosigkeit, das ist Ungerechtigkeit. So, wenn wir von Gesetzlosigkeit reden, ich meine nicht Gesetze Mose. Denn es gibt Gesetze des Geistes, die uns befreit hat von dem Gesetz des Todes und der Sünde, laut Römerbrief Kapitel 8. Und Gesetz des Geistes ist es, wenn Gott uns Anweisungen gibt. Wenn Gott sagt, meine Tochter, ich schicke dich morgen früh. Nimm den ersten Zug vom Bahnhof und fahre nach Bayern. Nirgendwo steht sowas in der Bibel. Wenn du diese Anweisung nicht folgst, man nennt es Ungehorsam, das heißt Gesetzlosigkeit. Sobald Gott dir ein Wort gibt, das ist ein Gesetz. Denn sein Wort ist Gesetz. So, lasst uns diese Frage stellen. Kann ein Gläubiger, der eine feste Gemeinde hat und Jesus als Herr bekannt hat und die Kraft Gottes regelmäßig erlebt, kann so ein Mensch Himmel verpassen? Ich stelle die Frage nochmal. Kann ein Gläubiger,
der starke Mitglied einer Gemeinde ist, der Jesus als Herr bekennt, der die Kraft Gottes regelmäßig erlebt und jeder weiß das, kann so ein Mensch Himmel verpassen? Matthäus 7. Matthäus Kapitel 7. Ich glaube, heutige Predigt ist nicht ein Verdammnispredigt. Amen. Aber es ist eine Predigt, die uns warnt. Denn die Bibel sagt, wer denkt, er steht, der soll aufpassen. Wer denkt, er steht, wer denkt, er ist stabil, er soll nochmal schauen. Paulus sagt deutlich in 1. Korinther 11, dass jeder sich prüfen soll. Matthäus 7, 21 bis 23. Die Bibel sagt mir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Lass mal stoppen. Ich denke, die Frage ist beantwortet worden. Nicht jeder, der singt und tanzt, nicht jeder, der prophezeit und heilige Ausstrahlung trägt in der Gemeinde, wird in den Himmel kommen, sondern die tun, was mein Vaters Wille ist. Merke an diese tun, bitte merke. Nicht die glauben, nicht die sagen, sondern die tun. Was tun sie? Was Papas Wille ist. Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, weil gesagt, prophetische Gabe, und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, himmlische Kraft, und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht, Manifestation der Kraft Gottes ohne Ende. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Merkt ihr etwas? Das sind wunderbare Christen. Sie haben im Namen Jesus Dämonen ausgetrieben. Wenn diese Leute ihr Programm machen, da spürst du Kraft Gottes. Spürbar, du kannst Kraft anfassen. Aber trotz dieser ganzen Erlebnisse, Jesus sagte, weiche weg von mir. Ich habe euch nie erkannt. Ich habe euch nie erkannt, ihr Gesetzlosen. Was heißt gesetzlos zu sein? Man tut nichts, was das Gesetz sagt. Amen. Ich bin nicht gegen Zeichen und Wunder. Es gehört zum Glauben. Aber womit bewertest du dich? Was ist dein Standard? Wir rennen nach Versammlungen, wir rennen von Konferenz zu Konferenz, weil, oh, da ist Zeichen und Wunder, wir rennen dorthin. Oh, da ist Zeichen und Wunder, wir rennen dorthin. Ist das die Qualifikation für christliches Leben? Jesus sagt, ihr werdet sie erkennen durch ihre Gaben. Steht das so? Nein. Ihre Früchte. So, lasst uns fragen, wo stehe ich, wenn Gott heute kommt? Ein Mann Gottes erzählt mir, er hat eine Evangelisationsveranstaltung gehalten in Nigeria. Mehr als 100.000 Leute. Soweit du sehen kannst, hast du nur Menschen gesehen. Und da war Lobpreis. Alles war heiß. Man spürt die Kraft Gottes. Und er saß da und sah, Vater, ich danke dir, oh mein Gott. Und Gott sagte ihm, wenn ich jetzt kommen würde, Jesus, wenn ich jetzt kommen würde, weniger als 20% sollte kommen mit mir. Er war überrascht. Fing an zu weinen.
Er machte Altaraufruf, nachdem er die Versammlung erzählt hat. Sogar Pastoren kamen wieder auf ihr Leben Jesus nochmal zu geben. Wenn Gott jetzt kommt, jetzt in dieser Sekunde, wenn du mich jetzt hörst, frage dich, nimmt er mich mit? Das Siegel Gottes, was ist es? Lass uns 2. Timotheus schauen. 2. Timotheus. Kapitel 2, Vers 19. 2. Timotheus 2, 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Diese Bibelstelle zeigt uns, es ist möglich, den Namen Christus zu nennen und immer noch Ungerechtigkeit auszuüben. So Timotheus schreibt an Christen. Titus sagte, in dieser Zeit altern. Warte nicht, bis du in den Himmel ankommst. Vielleicht schaffst du es nicht. Jetzt sollst du dich von Ungerechtigkeit abwenden. Jetzt, in dieser Zeit, Alter, wenn du stirbst, es ist vorbei. Timotheus sagt, das ist Gottes Siegel. Seine Grundfeste bleibt bestehen. Es ändert sich nicht. Ob der Prediger kommt, weißt du, ich sage euch etwas. Wir sagen immer, Zeichen und Wunder, Gott bestätigt seine Worte mit Zeichen und Wunder, oder? So ein Prediger kommt und predigt etwas. Und danach geschieht Zeichen und Wunder. Und wir sagen, durch diese Zeichen und Wunder hat Gott die Worte bestätigt. Aber merke mal, Gott bestätigt sein Wort, nicht was der Prediger predigt. Und sein Wort sagt, wer den Namen Gottes nennt, soll sich von aller Ungerechtigkeit abwenden. So wenn ich jetzt komme und sage, liebe Brüder, wir sind frei von dem Gesetz. Wir leben nicht mehr im Alten Testament. Das Blut Jesus Christus spricht für uns. Bitte lass niemand dich unter Druck setzen. Du bist frei von Gesetz. Du bist frei zu leben. Solange du an Jesus glaubst, solange du ihn bekennst, du bist frei, du bist für ewig und für immer, für Himmel bestimmt. Und nachdem er das gesagt hat, und er sagte, ist jemand hier blind? Im Jesu Namen Augen öffnet. Und wir sagen, wow, Bestätigung. Aber die Frage ist, was er, sie gepredigt hat, ist das in der Bibel? Bitte versteht mich nochmal. Ich bin nicht gegen Zeichen und Wunder. Ich erlebe das. Ich bin dafür. Aber das ist nicht unsere Messlatte. Heißt es Messlatte? Maßstab. Das Maßstab ist, was die Bibel sagt. Und dieser Siegel ändert sich nicht. Wende ab von Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit hat keinen Platz im Reich Gottes. Das klingt hart. Lass uns schauen, Matthäus 13. Matthäus Kapitel 13. Ich will, dass wir herausgefordert werden, dass wir zum Nachdenken kommen, dass wir uns fragen, dass wir wachsam werden, wie wir leben. Weil Gott seinen Sohn nicht umsonst gegeben hat. Matthäus Kapitel 13, Vers 41 bis 42. Matthäus 13, 41 bis 42.
Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, das ist Jesus, und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel, ich denke, das klingt wie Jesus, und sie werden in sein Reich kommen, in die Gemeinde, und alle Samen die Gesetzlosigkeit ausüben. In seinem Reich. Gibt es Leute in der Gemeinde, die Gesetzlosigkeit ausüben? Menge. Und Gott sagt, am letzten Tag, er wird sie rausholen. Er wird eine klare Trennung machen. Denn in seinem Reich ist kein Platz für Gesetzlosigkeit. Die Ausüben der Gesetzlosigkeit ist eine Partnerschaft mit Satan. Wir haben schon mal gelesen, denn mit Gott ist kein Ding unmöglich. Mit Gott heißt, in Partnerschaft mit mir ist kein Ding unmöglich. Nun, in Partnerschaft mit Satan, dann wirst du dort sein, wo er hingeht. Lass uns 1. Johannes Kapitel 3 sehen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Bin ich zu schnell? Okay. Meine Absicht ist nicht, es jemand unter Druck zu setzen. Aber das ist genau, was Gott mir im Herzen hineingelegt hat. Das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für jeden. Liebe, Gott ist ein heiliger Gott. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Gottes Ziel ist, Sünde aus unserem Leben wegzunehmen. Satans Macht ist die Sünde. Die Sünde war die Tür, wodurch er reingeschlichen ist. Und die Macht, die Folge der Sünde ist Tod. So, wer Sünde ausübt, nicht wer mal gesündigt hat. Hör mal zu, wir müssen einen klaren Unterschied machen. Es gibt das Leben in der Sünde und es gibt, was man fallen, ausrutschen, egal wie man das nennt. Zum Beispiel, wenn ein Mann, junger Mann, sich entscheidet, mit einer jungen Frau zusammen zu leben, unverheiratet. Nimm eine Wohnung, gleiches Schlafzimmer und sie leben wie Mann und Frau. Aber sie sind Christen, sie loben Gott. Das ist Leben in der Sünde. Das ist Leben. Sie bezahlen Miete, sie planen es. Leben in der Sünde ist ein Unterschied für jemanden, einen Ausdruck macht, man macht einen Fehler. Kann man mich verstehen? Wenn ich heute Fehler mache, wenn ich heute sündige, weil ich schwach geworden bin, ich renne zu ihm. Aber es gibt Leute, sie leben damit und sie haben Spaß daran. So, Satan wird dich nicht stoppen, zum Gottesdienst zu kommen. Sogar er erlaubt dir, Bibelschule zu besuchen und man wird dich als Pastor ordinieren. Und wenn du nochmal hart arbeitest, du wirst als Bischof erhoben. Solange du noch Sünde ausübst, du gehörst ihm. Und wo er hingeht, nimmt er dich mit. Die Hölle ist für Satan. Er hat sich aber entschieden, nicht allein zu gehen. So, dass du regelmäßig zum Gottesdienst kommst, ist keine Garantie, Liebe.
Es ist Trennung von Satan. Darum steht es, Galaterbrief gibt dem Teufel keinen Raum. Jede Sünde, die wir ausüben, ist eine Bestätigung, sagt Satan, ich gehöre dir. Stell dir mal vor, ich will jetzt klauen gehen. Und ich schreibe eine Gelöbnis oder eine Gelöbnis. Oh mein Gott, wenn du mich bewahrt in dieser Bemühung, ich werde dir 20% mein Gewinn geben. Und ich gehe klauen. Und ich komme zurück mit Danksagungsopfer. So was passiert. Satan wird dich nicht stoppen. So, wir wissen, was wir tun. Lasst uns fragen. Meine Werke, sind das gesetzlosig oder sind sie Gesetz gottesfürchtig? Lasst uns sehen, was Paulus sagt. Ich will absichtlich diese Bibelstelle lesen. 1. Korinther 6, 9 bis 10. 1. Korinther 6, 9 bis 10. Dann 1. Korinther 6, 9 bis 10. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Jemand, warte mal. Hier schreibt Paulus eine Gemeinde. Amen. Eine Gemeinde. So, nicht, es ist eine Gemeinde. Ich wiederhole. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Denn du kannst Galater 5 gehen und Vers 21 zu zählen, die ganze Werke des Fleisches. Und das sind Dinge, womit Satan dich hindern will. Und davon will Jesus uns erretten. Das einzige Problem zwischen Gott und Mann im Alten Testament war die Sünde. Jesaja 59, Vers 1. Gottes Arm ist nicht kurz, seine Ohr ist nicht taub, aber eure Sünde hat Mauer zwischen mir und euch gebaut. Jesus kam und hat diese Mauer kaputt gemacht. Jesus kam und hat diese Mauer kaputt gemacht und erklärt uns frei. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich erkläre dich heilig. Aber fange an, wie ein heiliger Mensch zu denken. Fange an, wie ein heiliger Mensch zu handeln. Du musst es nicht tun, um heilig zu sein. Ich habe den Preis bezahlt. Du bist heilig, aber lebe nicht mehr wie jemand, der nicht unheilig ist. Der nicht heilig ist. Gott zerstörte diese Mauer. Was machen wir? Wir bauen diese Mauer wieder. Wir bauen das wieder. Durch unseren Tun. Wir bauen diese Mauer wieder. Und Satan hilft uns. Er hilft uns. Er bringt Probleme. Er bringt Schwierigkeiten. Er drängt uns an die Ecke. Und wir sagen, ich habe keine Wahl. Ich muss das tun. So bauen wir diese Mauer wieder. Und am Ende des Tages weinen wir, heulen wir. Warum? Weil eine Mauer da steht. Ich gebe euch ein kleines Bild. Nägel heißt Nägel, ne? Viele Nägelchen auf einem Brett. Aber ein paar von den Nägeln sind ein bisschen reingehauen im Brett. So viele liegen, viele sind reingehammert. Und dann, wenn ich einen starken Magnet bringe, wenn dieser Magnet Richtung das Brett bringe, Magnet saugt oder zieht die Nägel an sich. Aber die Nägel, die schon reingehammert worden sind, wird Magnet nicht ziehen können.
So wird es sein, wenn die Posaune kommt. Tada! Und alle Christen bekommen Magnetimpulse. Aber die Satan umarmen, er lässt sie nicht los. Sie sind Christen. Aber Satan lässt, warum? Sie sind mit Satan verbunden und Satan wird dich niemals loslassen. So, darum sollen wir Satan von uns entfernen. Darum sollen wir lernen, von der Gnade zu lernen, wie man Gesetz Gott gefährlich lebt. Kann man das verstehen? Gott will nicht, dass eine seiner Kinder Himmel verpasst. Das will Gott nicht. Aber das will Satan. Und Satan belügt uns, indem er wird uns nicht stoppen, zum Gottesdienst zu kommen. Er lässt uns mitarbeiten. Er lässt uns Dinge tun. Und wir denken, wir sind da. Und manchmal wir beten im Namen Jesus und da passiert Wunder. Und wir denken, wow, Gott ist mit mir. Aber heimlich tun wir noch Dinge, die Gott keine Ehre gibt. Und durch diese heimlichen Aktionen sind wir immer noch in Partnerschaft mit Satan. Und wer mit Satan in Partnerschaft ist, geht dorthin, wo er hingeht. Liebe, Jesus kommt bald. Jesus will eine heilige Gemeinde. Er steht in Epheser 5. Er will zu sich nehmen eine Gemeinde ohne Flecken. Die Frage nun ist, was soll ich machen? Wie kann man dazu kommen? Johannes, 1. Johannes 1,9 sagt, wenn ich meine Sünde bekenne, ist er treu und gerecht, mir zu vergeben und mich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Psalm 38,9 sagt etwas, lassen das sehen. Psalm 38,9 sagt etwas. Psalm 38, Vers 19. Denn ich bekenne meine Schuld und bin bekümmert wegen meiner Sünde. Es gibt, was man Reue nennt. Und das kann nur von Gott kommen. Man hat Schmerzen. Es tut weh. David sagte, Gott, nimm nicht weg von mir deinen Geist. David hat es bereut, Psalm 51. David wollte bei Gott bleiben. David hat erkannt, du musst nicht warten, bis jemand dir sagt, das ist nicht gut. Weil da es heimlich ist, niemand wird dir sagen, du allein weißt, was du im Geheim tust. Aber wenn du zu Gott gehst und wenn du von Gott diese Reue bekommst, diese wahre Glaubensherzen bekommst und es tut dir weh und du tut Buße, Gott vergibt dir sofort. Hebräer 1,9. Diese Gebetsanliege werden wir heute beten. Hebräer Kapitel 1, Vers 9. Wir kennen unsere Sünde. Wir kennen, dass wir gerecht leben sollen. Wir kennen, dass wir gerufen sind, heilig, tadellos zu leben durch Gottes Gnade. Lass mich etwas sagen. Diese Gott gefällig zu leben, schaffen wir nicht mit eigener Kraft. Aber den Hunger sollen wir haben. Oder den Hunger. Den Hunger sollen wir haben. Es soll Zeit kommen, Hebräer 1,9 sagt, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Es soll ein Hass kommen gegen Sünde. Wir sollen nicht darüber lachen. Ob das bei uns geschieht oder bei den anderen. In der Gemeinde, es soll ein Hass kommen gegen Sünde. Die Gemeinde sagt, mein Gott, sowas darf nicht mehr in der Gemeinde sein. Wir dürfen nicht verdammen, aber wir dürfen nicht dulden. Kann man das verstehen? Wir dürfen niemanden verdammen.
Aber wir dürfen Sünde nicht dulden in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde. So, Gott, gib mir einen Hass. Ich habe ein Beispiel gesucht. Ich habe ein Beispiel. Es gibt Dinge, die ich hasse. Und Leute wissen, dass ich das hasse. Ich hasse Nikotingeruch. Ich hasse das Ding. Ich habe mehrmals gesagt, wenn ich Firma habe und ich stelle Leute ein, ich werde alles tun, keinen Raucher einzustellen. Aber da in Deutschland, du darfst nicht diskriminieren. Der wird ein Gesetz geben, unterschreiben, im Betriebsgelände darf nicht geraucht werden. Das kann ich machen. Im Betriebsgelände darf nicht geraucht werden. Und du gehst eine 10 Kilometer, 5 Kilometer ringsrum. So, stell mal vor, wenn ich anfange, Lüge so zu hassen, ich fange an, schlimme Dinge, Pornografie so zu hassen, ich fange an, Eifersucht, Bitterkeit, Unvergebenheit, was gibt noch, Ehebruch, Neid, ich fange an, so zu hassen. Gott hasst die Sünde. Er kann Sünde nicht betrachten. Gott, gib mir deine Augen. Lass mich Sünde hassen, wie du Sünde hast. Ohne Gottes Hilfe, du kannst es nicht schaffen. Für diesen Körper, Sünde ist wunderbar. Amen. Für das Leib, für unser Fleisch. Oh! Der Leib will alles machen. Paulus sagt, Kapitel 11, 7, Römerbrief. Was ich tun will, habe ich nicht getan. Aber das, was ich nicht tun will, tue ich immer. Wer wird mich, elende Mensch, erretten? Aber ich sage, Gott sei Dank. Halleluja. Es gibt Kapitel 8. Ist das nicht wunderbar? Dass Römerbrief nicht mit Kapitel 7 beendet ist. Es gibt Kapitel 8. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat uns befreit von dem Gesetz der Sünde und Tod. So, ein Hass, das kannst du nur von Gott bekommen, Liebe. Das ist eine himmlische Operation, dass du anfängst, Gerechtigkeit zu lieben und Gesetzlosigkeit zu hassen. Und ich lese das letzte Teil. Darum hat Gott dich, O Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Es gibt Belohnung in Gerechtigkeit. Gott ist stolz über die gerechten Leute. Gott ist stolz. Hast du nicht gesehen von Hiob? Gott sagte Satan, Dummkopf, wo kommst du her? Naja, rumreden, ich habe keinen Plan. Hast du Hiob, mein Sohn, gesehen? Wird das nicht schön sein, wenn Gott von uns so redet? Halleluja. Gott ist stolz. Und er steht bei denen, die Gerechtigkeit ausüben. So bitte, die Bibel sagt, es ist nicht durch Kraft, nicht durch Herr, sondern durch meinen Geist, so spricht der Herr. Darum steht es, die Gnade lehrt uns. Er nimmt uns in Zucht, Gerechtigkeit auszuüben. Das lernt man bei Gott. Das kommt nicht durch Hände auflegen deines Pastoren, weil dein Pastor selber muss sich anmelden in der Schule der Gnade. Halleluja. Das kommt durch dein Suchen, dein Hunger nach Gott. Denn wenn du es bereut hast, du schreist nach diesem Hunger, dann fange an zu tun. Wenn du nicht tust für Gott, wirst du für Satan tun. Psalm 119, Vers 1 bis 3. Psalm 119, 1 bis 3. Ich denke, das ist die letzte Bibelstelle für heute Abend. Psalm 119, 1 bis 3. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn vom ganzen Herzen suchen, die auch keine
kein Unrecht tun, die auf seine Wege gehen. So, wenn ich Unrecht nicht tun will, dann soll ich lernen, auf seine Wege zu gehen. Soll ich lernen, sein Gesetz in meinem Herz zu bewahren. Irgendwo hier steht es, wie kann ein junger Mann seinen Weg untadelig machen, indem er seine Gesetze in seinem Herzen bewahrt. Liebe, ich weiß, das ist keine Hippie-Hupu, Hippie-U-Predigt. Das ist keine Amen-Halleluja-Predigt. Aber es ist es. Lass uns prüfen, was tue ich? Frage dich jeden Tag, was habe ich heute getan? Wenn du Sünde kannst, geh zu Gott und tu Buße. Entscheide dich, Gutes zu tun. Entscheide dich, zu tun, was Gott sagt. Gott, was soll ich heute tun? Egal wie hart das ist, tue es. Das ist unser Leben. Die Gnade lehrt uns, gute Werke zu tun. Gott sagt, geh weg von mir, weil ihr Gesetzlosigkeit ausgeübt habt. Ihr nennt mich Herr, Herr, und tu nicht meinen Willen. Gott, lass mich deinen Willen erkennen. Und der erste Platz, wo man Gottes Willen erkennen kann, ist in dem Wort Gottes. Und dann im Gebet und empfangen. Und dann geh. Lass es unserem Herzen Anliegen sein. Gott, ich will dir gefallen. Bitte. Christentum ist nun Fashion geworden, ist Mode geworden. Christentum als Mode und Fashion bringt uns nirgendwo. Er gibt uns zwar Titel, wir haben große Fisch auf unser Auto geklebt, wir gehören zu einer tollen Gemeinde, die bekannteste Gemeinde der Stadt, aber das ist nicht eine Garantie für Himmel. Unsere Garantie für Himmel, entweder wenn unsere Zeit vorbei ist auf dieser Erde oder wenn Jesus selber kommt, es ist, wenn wir seinen Willen tun. Wir wollen aufstehen und beten. Wir wollen heute beten, Gott, lass mich mehr verstehen vor diesem Wort von heute. Gott, gib mir Hunger. Siehst du, Bindungen. Eine Frau sagte, in unserer Familie, wir sind sechs süchtig. Also es ist geerbt. Wir sind entwinkelt in Sexualität. In unserer Familie. Das ist satanische Bindung. Es ist eine Erbkrankheit. Es ist geerbt. Ich glaube das bei ihr. Aber es ist Krankheit. Satan bindet dich mit Nikotin, mit Alkohol, mit Porno und alle. Und du bist gebunden und du übst diese Dinge aus. Und je mehr du das Ding ausübst, bist du von Gott entfernt, bist du mit ihm in Partnerschaft. So, darum soll es sein, auf dem Berg Zion wird Befreiung stattfinden. Gott befreit von Nikotin, Gott befreit von Alkohol, Gott befreit von Bindungen, von Sucht. Darum ist Befreiung dies sehr wichtig. Weil es einen Dämon dahinter steckt, die nicht erlauben wollen, dass Menschen befreit werden. So, Bindungen sind da, dich zu binden in der Sünde. Und das nehmen wir oft leicht. Wann wird die Gemeinde aufstehen und mit Brüdern und Schwestern beten, bis er frei wird von jeder Bindungen. So, darum ist es wichtig. Es ist ein Kampf, es ist ein Hunger. Lass uns aufstehen.